Hi, hallo Martina. Torben, herzlich willkommen, Ja, schön, gerne. dass du da bist. Ja, freut mich. Was machen wir denn heute? Ja, wie gesagt, ein Audi A4 G-Tron. Der G-Tron gehört zur Tron-Familie bei Audi, der Familie der alternativen Antriebe. G steht für Gas, aber Vorsicht, es gibt zwei unterschiedliche Gasarten in Deutschland. Einmal das LPG, das Autogas, das ist es nicht, sondern das hier ist 10G, Erdgas. Und Erdgas hat den Vorteil, dass es noch sauberer ist als Autogas. Das klingt schon mal sehr gut. Ja. Das heißt, das Auto hat einen Gastank hier im Kofferraum? Ja. Ich habe jetzt mal den Kofferraum aufgemacht und schon mal vorbereitet, dass wir hier zeigen können, wo sich denn die Erdgastanks verstecken. Die verstecken sie wirklich. Ja. Hier sieht man nur das Karosserieblech. Darunter vielleicht so leicht angedeutet zwei Gastanks. Hier ist ganz normal die Werkzeugbox. Das heißt also, die Erdgastanks sind ins Fahrzeug integriert, sodass der Kunde eigentlich, wie du siehst, nichts... Ja, das ist ja super. Das ist nicht anders als bei jedem anderen Auto. So, dann sind wir jetzt im Audi A4 G-Tron. Ich würde den sehr gerne Probe fahren. Ja. Und bräuchte aber noch ein bisschen Anleitung. Das Auto startet in der Regel auf Gas. Das sieht man auch daran, dass ganz, ganz klein sieht man da hier dieses grüne CNG-Symbol. Genau. Es gibt wenige Ausnahmen, dass das Auto nicht mit Gas startet. Wenn es kälter ist als minus 10 Grad oder wenn er gerade getankt hat und gucken muss, was habe ich denn für eine Gasqualität im Erdgastank oder das Erdgas alle ist, dann fahren wir mit Benzin weiter. Aber das werden wir heute nicht erleben. Gut, ich starte jetzt mal das Auto. Ja. Ich sehe hier links die Tankanzeige etwas anders. Ja. Ich sehe hier eine CNG-Anzeige, sprich eine Gasanzeige. Genau. Also wenn man schonend fährt, dann 500 Kilometer. Wow. Jetzt gibt es andere, die fahren ein bisschen schneller, die kommen dann 400 Kilometer weit. Aber das ist ja super, das ist ja wirklich komplett alltagstauglich. Und wenn ich dann doch mal kein Gas mehr haben sollte, dann fahre ich ganz normal mit Benzinantrieb. Ja. Wie lang kann ich dann da fahren? Also je nach Fahrweise auch, ich sage jetzt mal grob um die 200 Kilometer. Gut, ich gehe in den D-Modus. Ja. Wir fahren hier Automatik und fahre jetzt ganz normal los. Ja. Gut. Genau.